Ich spreche heute Abend aus einer gewissen eigenen Lebenserfahrung zu euch. Vielleicht nochmal für die, die mich nicht kennen. Ich bin 35 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, seit 12 Jahren wiedergeboren, gläubiger Christ. Davor war ich Atheist. In die Adventgemeinde kam ich rein, kurz nach meiner Wiedergeburt, mit meiner Frau, durch eine Geschäftskollegin von ihr, die mit einer Adventistin zusammengearbeitet hat im Geschäft. Durch unsere Wiedergeburt hatten wir natürlich sehr reges Interesse an Gottes Wort gewonnen. Also wir sind eigentlich zum Glauben ganz alleine, ohne irgendwelche Mithilfe von außerhalb gekommen. Und meine Frau hatte dieser Dame erzählt davon und sie hat sich natürlich gleich anerboten, uns da entsprechend in den richtigen Glauben einzuführen. So kam es, dass wir sehr bald Kontakt hatten mit einem adventistischen Prediger, dort im Hause dieser Dame Bibelstunden bekamen und so auch mit dem adventistischen Gedankengut und Dogmen vertraut wurden. Da weder meine Frau noch ich groß Ahnung von der Bibel hatten, auch die ganzen Zusammenhänge nicht kannten, klang das Ganze auch irgendwo sehr schlüssig und logisch für uns, zumal der Prediger auch scheinbar alles aus der Bibel belegen konnte, sodass wir uns nach einem Vierteljahr entschlossen, dieser Gemeinschaft beizutreten. Wir haben uns taufen lassen. Wir waren dann sehr aktive Glieder. Ich habe in diesen 5 Jahren dann das Amt des Jugendleiters dort inne gehabt. Ich war Heimatmissionsleiter. Ich war später in der Leitung des Landesjugendausschusses für Baden-Württemberg tätig. Das heißt also, ich konnte sehr viel Einblicke auch in die inneren Strukturen der Adventgemeinde kriegen. Nach 3 Jahren ungefähr, ich habe das persönliche Bibellesen nie aufgegeben und habe auch immer versucht, mir meine eigenen Gedanken zu machen. Und das kann ich auch heute Abend jedem von euch nur auf dem Rat mitgeben. Lasst euch nicht immer nur alles irgendwo vorkauen und sagen, sondern prüft in der Schrift, ob es sich auch so verhält. Lest die Bibel selber, betet darüber. Jesus selber hat gesagt, dass uns der Heilige Geist verheißen ist und dass er uns in alle Wahrheit führt. Es ist keine Entschuldigung zu sagen, ich bin nicht klug genug oder schlau genug, das zu verstehen. Ich muss mich da auf den Pastor, den Prediger verlassen. Der Heilige Geist ist jedem gegeben und er wird auch jeden von uns in die richtige Wahrheit führen, wenn wir danach ernsthaft fragen. Das hatte ich auch gemacht und im Laufe der nächsten 2 Jahre haben sich meine Zweifel immer mehr verdichtet. Ich bin auf immer mehr Stellen in der Bibel gestoßen, die mir eigentlich klar gesagt haben, was diese Leute da lehren und verbreiten, ist unbiblisch, entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Es kam zu mehreren Gesprächen mit dem Prediger, mit den Gemeindeleitern und da hat sich auch mein Eindruck verdichtet. Ich habe also auch keinerlei ernsthafte Antworten bekommen, sondern hatte immer nur das Gefühl, man soll ruhig gestellt werden und bei der Stange gehalten werden. Jedenfalls war es dann am Schluss die Situation eben für mein Gewissen auch so unerträglich, dass ich meinen Austritt gefasst habe. Es war keine leichte Entscheidung, zumal ja gerade, das werden wir noch drüber sprechen, Charakteristika einer Sekte, das ist, dass man immer wieder eingehämmert kriegt, wenn du diese Gruppe verlässt, bist du verloren. Außerhalb der Sekte ist kein Heil. Das ist also ein Dogma, was für alle Sekten eigentlich durch die Bank weg gilt. Das ist eine furchtbare Sache. Aber Gott kann uns frei machen. Ein Vierteljahr später wurde auch meine Frau frei, hatten einen Hauskreis, der sich sehr schnell aus fragenden Adventisten rekrutierte und vergrößerte. Es geschah dann so wie eine kleine Lawine, dass an die 15 Glieder aus der Gemeinde dann auch ausgetreten sind. Wir einen Hauskreis hatten, aus dem Hauskreis entstand dann die Evangeliumsbaptistengemeinde, in der ich heute auch Gemeindeleiter, Gemeindeältester bin, mit 2 anderen Brüdern noch. Ja, so viel mal zu meinem Weg hinein und hinaus in die Adventgemeinde, wie sie sich nennt. Ich habe in einem evangelikalen Missionsblatt vor etlichen Jahren einmal diesen Artikel gelesen. Und dort stand drin, dass es so ziemlich 7 exakte Merkmale gibt, an denen man eine Sekte erkennen kann. Ich habe mir diesen Artikel gut aufgehoben und habe das dann auch hier in meine Dokumentation eingebaut. Wir wollen uns diese Punkte mal anschauen. Der erste Punkt ist, dass sich die Sekte
generell für die einzig richtige und wahre Gemeinde hält und dass sie von Gott auch als solche eingesetzt worden ist. Zweiter Punkt, gerettet, also das ewige Leben, werden nur Glieder dieser Gruppe erhalten. Ein weiteres Charakteristika ist, der Name einer Sekte bezeichnet sehr oft auch eine besondere Lehre dieser Gruppe. Bei den Siebenten-Tags-Adventisten ist es zum Beispiel der siebente Tag, der Sabbat, der jüdische, der auch dieser Gruppe einen Namen gibt und gleichzeitig wesentlicher Bestandteil ihrer Lehre ist. Bei den Zeugen Jehovas ist es der Name Jehova, der auch ein maßgeblicher Bestandteil ihrer Lehre ist. Sie sagen zum Beispiel, wer nicht Jehova sagt im Gebet, der betet zum Teufel. Weiter, eine Sekte hat neben der Bibel in der Regel andere Schriften, die als von Gott inspiriert gelten. Und diese Schriften sollen die Bibel ergänzen oder auslegen. Wir haben bei den Mormonen das Buch Mormon. Wir haben bei den Zeugen Jehovas den Wachturm, der auch unter Insidern als Gotteskanal der Wahrheit eben dort dargeboten wird. Wir haben bei diversen anderen Sekten eben auch bestimmte Bücher, Schriften oder auch Personen, die die Bibel ergänzen oder auslegen. Das ist auch ganz natürlich, weil die Lehre einer Sekte oft in der Bibel nicht zu finden ist. Deswegen bedarf es zusätzlicher Schriften, mit denen man dann bestimmte Verse und auch Kapitel so interpretieren kann, dass der Sektenangehörige sie auch im Sinne der Sekte versteht. Der sechste Punkt ist, die Hauptlehre einer Sekte, also worum es hauptsächlich geht, sind oft theologische Randthemen, die geeignet sind, die Sekte nach außen hin gegen andere Gruppen abzugrenzen. So zum Beispiel der Sabbattag bei den Adventisten ist eine Lehre, die keine andere Kirche hat. Somit ist das eine exklusive Wahrheit, die diese Sekte hat, die sie von anderen abhebt und die auch dem Glied so das Gefühl gibt, ich habe hier eine ganz besondere Wahrheit gefunden, ein ganz besonderes Geheimnis entdeckt. Diese Lehren erhöhen, wie gesagt, das Selbstwertgefühl der Glieder. Ist auch wichtig, weil man ja irgendwo in der Isolation ist. Man hat keine Kontakte zu anderen Christen und Kirchen. Und dem entgegengesetzt muss nun natürlich ein positiver Punkt gesetzt werden. Und das ist dann für einen so, ja, wir haben ja was Besonderes. Deswegen sind wir auch ausgesondert. Deswegen tun die anderen uns auch nicht mögen. Und sind wir als Sekte verschrien. Das ist aber unser Stigma. Wir sind ja was Besonderes. Ja, und der siebte Punkt, die irdische Leitung einer Sekte beansprucht oft nach Gott die höchste Autorität auf Erden. Bei den Adventisten werden wir sehen, ist das die Generalkonferenz, bei den Zeugen Jehovas der Wachturm, bei den Mormonen ist es der Tempel und die Tempelwächter in Utah, bei den Neuapostolen ist es der Stammapostel und dergleichen mehr. Wie gesagt, nach gründlichem Studium und Erfahren der SDA-Geschichte kann ich heute für mich sagen, dass alle diese sieben Punkte auf die Adventgemeinde zutreffen. Ich möchte euch zu Anfang vielleicht einen ganz kurzen Einblick geben, wie sind eigentlich die Siebenten-Tags-Adventisten entstanden. Wenn ein Baum faul ist, dann ist die Ursache oft dafür, unten an seiner Wurzel zu suchen. Und genauso verhält es sich mit vielen Sekten. Und während manche Mitglieder besser über die Wurzeln ihrer Gemeinde orientiert und informiert, würden sie sicher auch manches kritischer hinterfragen und durchleuchten. So ist zum Beispiel bei den Siebenten-Tags-Adventisten ihre Gründung maßgeblich mit dem Datum 1844 verbunden. In Amerika jener Zeit herrschte damals ein erwecklicher Geist bei vielen Christen. Es war zum einen die Zeit der Holiness-Bewegung, aus der die Heilsarmee hervorging, die Methodistenkirche großes Aufblühen hatte. Die Holiness-Bewegung ist eine Bewegung gewesen, bei der man glaubte, dass man neben der Wiedergeburt noch einen zweiten Segen erlangen muss, und zwar die völlige Heiligung. Und wenn man die hat, dann würde man nicht mehr sündigen bis zu seinem Tode. Das war also eine Lehre, die natürlich sehr viel dazu beitrug, Gesetzlichkeit zu fördern, Selbstgerechtigkeit zu fördern und auch Verzweiflung, weil viele Menschen diesem Anspruch nicht genügen konnten. In dieser Zeit begann ein Mann namens William Miller in der Bibel zu lesen und zu forschen. Und in dem Buch Daniel Kapitel 8, Vers 14
kam er schließlich zu dem Schluss, dass Jesus Christus im Jahr 1844 wiederkommen würde. Es geht in dieser speziellen Stelle in Daniel darum, dass in 2300 Abenden und Morgen das Heiligtum wieder gereinigt wird, Daniel 8,14. Miller geht nun her und projiziert in diese 2300 Abendmorgen 2300 Jahre hinein. Und nun rechnet er ganz einfach von der Zeit, da Kores den Befehl zum Wiederaufbau des Tempels gab. Das war im Jahr 457, das ist ein archäologisch gesichertes Datum, addiert er einfach 2300 Jahre dazu und kommt so in das Jahr 1844. Und er war nun der festen Überzeugung, dass Jesus 1844 sichtbar auf die Erde wiederkommt. Hier sehen wir schon, die Bibel redet eigentlich ganz klar davon, dass Zeit, Tag und Stunde niemand weiß, aber da setzt man sich oft großzügig drüber hinweg. Er predigt diese Erkenntnis überall, immer mehr Leute hängen diesem Glauben an. Es kommt zur großen Adventbewegung in den USA, die so weit geht, dass Hunderttausende sogar zum Teil ihr Hab und Gut verkaufen und mit einem Büßergewand an jenem Tag im Jahr 1844 auf ihren Äckern stehen und das Kommen Christi und ihre Hinwegnahme erwarten. Natürlich passiert nichts und die Adventbewegung erlebt einen schweren Rückschlag. Es kommt noch zu einer zweiten Berechnung, in der Miller dann sagt, er hat sich um ein paar Monate verrechnet. Auch dort geschieht natürlich nichts und dann zerbricht die Adventbewegung. Aus einer, und das ist auch sehr interessant, dieser Splittergruppen der Adventbewegung entstanden übrigens die Zeugen Jehovas. Es ist also auch interessant, dass Adventisten und Zeugen Jehovas eine gemeinsame Wurzel haben. Eine andere Gruppe nun konnte sich damit nicht abfinden, dass dieses Datum sich ganz offensichtlich als ein Flop erwiesen hat. Und man begann weiter zu forschen, was denn da nun falsch gelaufen sein könnte. Und ein Mann namens Hiram Edson bekam nun abends nach einer solchen Versammlung plötzlich eine Vision, in der er sah, wie Jesus Christus als hoher Priester vom Heiligtum ins Allerheiligste ging. Er stürzt zurück in die Scheune und erzählt seinen Freunden das, worauf sofort eine Lehre konstruiert wird, dass die Wiederkunft Christi nicht 1844 stattgefunden hat, sondern dass er 1844 unsichtbar vom Heiligtum ins Allerheiligste gegangen ist, um nun die Sünden der Menschheit zu sühnen. Nun war das Datum gerettet, der Fehler scheinbar richtig gestellt und neue Hoffnung da. Aus dieser Gruppe nun entwickeln sich die eigentlichen siebenten Tags-Adventisten. Ähnlich wie bei den Zeugen Jehovas, die sich damals mit 1940 irrten und die Parousie Christi kurzerhand als unsichtbar hinstellten, machen es die Adventisten auch. Anstatt Buße zu tun über das schlechte Berechnen einer Zeit, die es eigentlich gar nicht geschehen darf, beginnen sie einfach, das ganze Ereignis unsichtbar in den Himmel zu interpretieren. Damit wird es jeglicher Nachprüfbarkeit entzogen. Und man muss die Lehre glauben. Und wenn man sie nicht glaubt, dann ist man ein Ungläubiger, ein böser Mensch, ein Ketzer, jemand, den Gott gar nicht lieb hat und der natürlich verloren geht. Ja, hier muss man sich eben wirklich fragen, die Adventisten rühmen sich immer ihrer Bibelkenntnis und besonders der Schriftenbibelkenntnis ihrer Pioniere. In der Bibel steht doch nun ganz klar, dass wir Zeit, Tag und Kommen des Herrn Jesus nicht berechnen können. Und sie haben es getan und halten bis heute an diesem Datum fest. Kurz darauf stößt zu dieser Gruppe eine Frau White, von der später noch mehr zu erzählen sein wird, E.G. White, die heute bei den Adventisten als die größte Prophetin der Neuzeit gilt. Wir werden später mehr hören. Und unter ihr beginnt die Adventgemeinde eigentlich erst als Gruppe, als Sekte richtig aufzublühen und kommt auch zu fast weltweiter Bedeutung dann. Ja, der Mittelpunkt nun der gesamten SDA-Doktrin, wenn wir einen kleinen Schritt nach vorne machen, die Zukunft, was so die Lehren der siebenten Tags-Adventisten ist, muss man sagen, ist hauptsächlich das Gesetz. Hier geht es um das Gesetz des Mose. Die 10 Gebote, die Speisegebote und diverse Sonderlehren. Adventisten lehren, dass wir als Christen immer noch unter dem Gesetz vom Sinai stehen.
mit Ausnahme der Opfer- und Kultgesetze. Und wenn wir als Christen nun damit konfrontiert werden, müssen wir einfach sagen, für diese Annahme gibt es eigentlich im Neuen Testament keine Begründungen. Ich werde aber später darauf noch genauer eingehen. Wer einmal selber in dieser Gemeinde war, und das sind ja auch nun einige unter euch auch schon, die gelitten haben darunter, die werden bestätigen können, dass es sich bei den Adventisten um eine reine Gesetzesreligion handelt, in der die Masse der Mitglieder versucht, durch das Halten gewisser Gebote errettet zu werden. Diese Behauptung wird natürlich von offizieller Seite scharf zurückgewiesen und man verweist immer wieder darauf, dass Adventisten auch das Evangelium verkündigen und glauben. Wer aber selber mal dabei war, weiß, dass das nicht so ist. Ich habe selber sehr oft erlebt, an Samstag in Predigten und Sabbatschule, das ist denn ihre Sonntagsschule, dass von oben gefragt worden ist, wenn Jesus heute wiederkommen würde, wer von euch hätte denn Gewissheit, dass er gerettet würde? Es hat sich kein Mensch getraut, den Finger zu heben in der Gemeinde. Vielmehr hat man Aussprüche gehört wie, nein, ich bin nicht bereit und ich bin noch nicht so weit und auch ich bin nicht so weit. Und interessanterweise wurde mir das gerade neulich wieder von einem anderen Bruder aus Freiburg, der auch herausgefunden hat, du warst ja dabei, ebenfalls bestätigt. Auch bei ihm in der Gemeinde war so eine Befragung. Ich denke, wenn wir wirklich wiedergeborene Christen sind, dann darf es für uns bei dieser Frage gar keinen Zweifel geben. Natürlich bin ich gerettet. Ich bin nicht gerettet, weil ich irgendwelche Gesetze gehalten habe, sondern weil Christus sie für mich gehalten hat vor 2000 Jahren und alle meine Schuld, die ich getan habe und noch tun werde, bereits vor 2000 Jahren am Kreuz bezahlt und hinweggetragen hat. Und genau das ist der Punkt. Diese Mischung aus Gnade und Gesetz macht die Menschen furchtbar unglücklich in der Adventgemeinde, treibt automatisch in die Werkgerechtigkeit. Ich habe das selber am eigenen Leib erfahren. Ich konnte nie die Gnade und die Werke zusammenbringen. Folglich habe ich auch immer gedacht, dann mache ich lieber mehr Werke, als mich auf irgendeine Gnade zu verlassen. Wer das adventistische Schrifttum kennt, sieht, dass das auch sehr stark gefördert wird. Was mir damals sehr geholfen hat, war dann das Lesen des Galaterbriefes. Ja, ich möchte kurz mal die Sonderlehren der STA für euch kurz aufzählen. Da ist zum einen der Vegetarismus. Adventisten lehren eigentlich den Vegetarismus. Das heißt, diese Lehre kommt eigentlich von der Frau Weid, dieser Prophetin, die da mal Visionen gekriegt hat, dass Gott ihr eigentlich gezeigt hat, dass sich der gute Adventist vegetarisch ernähren sollte. Da gibt es dann ganz extreme Auswüchse in den USA, wo man sogar Käse und irgendwelche Milchprodukte als Sünde ansieht, wenn man die einnimmt. Wer schon Fleisch isst, sollte auf jeden Fall dann eben auf den Genuss aller unreinen Tiere, die im dritten Buch Mose aufgezählt sind, verzichten. Das ist gar nicht mal unbedingt etwas Schlechtes, denn es ist nachgewiesen, dass bestimmte Fleischsorten eben auch gar nicht so für uns zuträglich sind. Nur wenn man daraus ein Gesetz macht, an dem mein Heil hängt und meine Seligkeit, dann wird es gefährlich. Dann haben die Adventisten eine Sonderlehre über den Zustand der Toten. Nach adventistischer Darstellung stirbst du und deine Existenz wird in diesem Moment vollkommen ausgelöscht. Da ist keine Seele, da ist kein Geist, da ist gar nichts mehr. Du wirst vollkommen ausgelöscht, sinkst ins Grab, verfaulst, verwest, da ist nichts mehr übrig von dir. Und erst bei der Auferstehung wird Gott dir also wieder Auferstehungsleben geben. Als Christen können wir hier in der Bibel sehr, sehr viele Verse finden, die uns ganz klar machen, dass mit dem Tode unsere Seele, und Paulus beschreibt den Menschen als nach Körper, Seele und Geist existierend, unsere Seele den Leib verlässt und beim Herrn Ruhe findet bis zur Auferstehung. Damit leugnen die Adventisten auch die Existenz eines ewigen Gerichtes. Für die Adventisten wird mit dem Wiederkommen Christi der Teufel und die Sünder in den Feuerpfuhl geworfen. Sie verbrennen dort und sind auch für immer vernichtet. Es gibt kein ewigwährendes Gericht. Weitere Sonderlehren, wie gesagt, das Halten des Sabbattages, das Jahr 1844, das bei den Adventisten unverknüpfbar mit dem sogenannten Untersuchungsgericht verbunden ist. Dazu möchte ich später auch noch etwas sagen. Sehr widersprüchlich ist dann das Verhältnis der STA-Leitung zu verschiedenen
ökumenischen Verbänden, dem Weltkirchenrat und dem Vatikan. Während man der Basis vorgaukelt, dass jegliche Verbindung mit Rom oder mit anderen Kirchen schlecht und nicht gewollt ist von Gott, sind die Leitungsgremien der STA mit dem Weltkirchenrat verbunden über verschiedene Beobachtergremien. Mittlerweile versuchen die STA bundesweit in die Evangelische Allianz reinzukommen. Und das ist auch etwas sehr, sehr Unaufrichtiges. Als ich vor 10 Jahren einmal eine Anfrage an die Gemeinde richtete, als ich gehört hatte, dass angeblich die Berliner Gemeinde Mitglied der Berliner Evangelischen Allianz ist, hat man mir gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Es hat aber gestimmt. Also mit der Wahrheit nehmen sie es auch nicht sehr genau der Basis gegenüber. Ja, ich möchte vielleicht nun mal zu einigen Punkten Stellung nehmen, Sachthemen. Zunächst einmal, wenn man mit Adventisten konfrontiert wird, stellt sich die Frage, wie mache ich ihm eigentlich klar, dass wir Christen nicht mehr unter dem Gesetz sind. Die Adventisten argumentieren dann natürlich ganz einfach und sagen, ja, wenn du nicht mehr unter dem Gesetz bist, den 10 Geboten, dann kannst du ja klauen, stehlen, morden und Ehe brechen und alles, was dir in den Sinn kommt, und dann passiert dir gar nichts. Diese Anklage wird man also immer wieder hören, wenn man sagt, wir sind frei vom Gesetz. Das zeigt uns schon, dass ein Adventist überhaupt gar keine Ahnung hat, was Wiedergeburt eigentlich bedeutet, was für ein Werk der Heilige Geist bei der Wiedergeburt im Menschen tut. Paulus gibt uns hier im Römerbrief hier eine ganz klare Auskunft. Römer 6, Vers 1 und Vers 2. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Das kann ein Adventist nicht verstehen, dass wir der Sünde gestorben sind, dass unser alter Mensch gestorben ist. Der Adventist lebt eben in der Meinung, dass er immer noch das Gesetz äußerlich vor sich braucht. Und hier kann man den Leuten eigentlich nur so helfen, indem man sie einfach mal fragt, ob denn die 10 Gebote alleine ausreichen würden, ein richtiges Leben zu führen. So steht zum Beispiel in den 10 Geboten überhaupt nichts vom Rauschgiftgenuss drin. Da steht auch nichts von vielleicht manchen anderen Sachen drin, die wir so manchmal auch tun und die Sünde sind. Man muss sagen, dass die 10 Gebote ja eigentlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Gerechtigkeit Gottes sind. Dass die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes aber sehr, sehr viel tiefer geht. Jesus Christus hat in der Bergpredigt das wunderbar dargestellt an einem Fall, als die Pharisäer ihn auf den Ehebruch hin ansprachen. Und er sagte, wenn einer von euch nur eine Frau anguckt und begehrt sie, dann hat er in seinem Herzen die Ehe schon gebrochen. Und ich denke, hier muss jeder Mensch, der einigermaßen aufrichtig ist, sagen, also das habe ich in meinem Leben bestimmt schon mehrmals getan. Folglich bin ich eigentlich dem Gesetz nach, so wie es Jesus auslegt, ein Ehebrecher. Und da sind wir schon genau an dem Punkt, wo uns das Gesetz nämlich hinführen soll, zu erkennen, dass wir hoffnungslos, rettungslos verloren sind. Paulus sagt im Römerbrief ganz klar, durch das Gesetz kommt lediglich Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz vermag mich aber nicht von der Sünde zu erretten. Ja? Ein Verkehrsschild, auf dem 50 steht, kann dir nur sagen, wenn du gerade auf dein Tacho mal guckst, dass du entweder genau auch 50 fährst, drunter bist oder 60 fährst. Aber das Verkehrsschild selber kann dir nicht helfen, 50 zu fahren. Und so ist es auch mit den Geboten. Mit der Wiedergeburt wohnt der Gesetzgeber, Gott selber, in uns. Der das Gesetz gegeben hat, lebt nun selber in uns und sorgt dafür, dass wir das Gesetz in seiner ganzen Tiefe in uns haben. Er führt uns in jede Wahrheit hinein. Selbst den kleinsten bösen Gedanken kehrt er nach außen und zeigt ihn uns auf und sagt, da hast du nicht richtig gehandelt. Und wir können sofort sagen, ja Herr, da hast du recht. Und das sind manchmal Dinge, die findest du nirgendwo in der Bibel. Denn da bräuchten wir so ein Gesetzbuch mit tausenden von Paragraphen, wo wir dann immer schön nachgucken können, halt, wie muss ich mich jetzt verhalten? Genau das wollte Gott nicht. Wir haben jetzt das Gesetz in uns. Wir leben nicht mehr nach dem Buchstaben. Paulus sagt es, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Die Pharisäer sagten, Ehebruch ist nur, wenn ich erwischt werde. Jesus sagt,
Nur wenn du schon dran denkst, hast du die Ehe gebrochen. Und so gilt das auch allen anderen Sünden. Nur so kann man einem Adventisten klar machen, dass es eigentlich eine Lächerlichkeit ist, sich an den 10 Geboten alleine festzuhängen. Wer das tut, wird automatisch nie mehr tun, als der Buchstabe von ihm fordert. Und das haben wir sehr, sehr oft auch in der Adventgemeinde erlebt, wo der Dienst für Christus nicht weiterging, als der Buchstabe es forderte. Man wird ja auch dazu erzogen. Es ist eine unbewiesene Behauptung auch, was Adventisten gerne sagen, dass die 10 Gebote schon von jeher gegolten hätten, also vom Paradies her. Es finden wir zum Beispiel im ersten Buch Mose finden wir keinerlei Hinweise auf 10 Gebote, die vielleicht einem Abraham gegeben waren, einem Isaak oder einem Jakob. Es ist auch interessant, wir finden dort nirgendwo vorher ein Sabbatgebot. Das Sabbatgebot, darum geht es den Adventisten am allermeisten. Das ist ihre goldene Kuh. Ich möchte euch in einem einzigen Vers beweisen, dass die 10 Gebote, so wie wir sie kennen, erst den Juden gegeben wurden und dass sie eigentlich auch nur für die Juden im eigentlichen Sinne Gültigkeit hatten. Wer es möchte, kann mit mir einmal lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 1 und Vers 2. Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen: Höre Israel die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernet sie und bewahrt sie, dass ihr danach tut. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb und hat nicht mit unseren Vätern diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Ich denke, dass dieser eine Vers im Grunde schon vollkommen ausreicht, klar zu machen, mit wem die 10 Gebote geschlossen wurden als Bund. Denn unmittelbar danach erfolgt die Wiederholung des Dekalogs, die Wiederholung der 10 Gebote. Mose sagt eindeutig, er hat diesen Bund nicht mit unseren Vätern geschlossen. Also galt dieser Bund nicht für Abraham, nicht für Isaak, nicht für Jakob, auch nicht für Noah, auch nicht für Henoch, auch nicht für Adam. Die 10 Gebote und das ganze Bündnis drumherum war Israel gegeben worden. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, was man einem Adventisten auch klar machen muss. Und sie möchten uns gerne weismachen, dass die 10 Gebote schon immer und für alle da waren. Natürlich gab es in der Zeit der Patriarchen eine moralische Erkenntnis. Es gab, also in der Theologie wird das oft als die Zeit des Gewissens bezeichnet. Für uns ist wichtig, in der Konfrontation oder in der Rede mit Adventisten ihnen klarzumachen, dass dieses Gesetz, das sie ja vertreten, den Juden gegeben war. Galater 3, Vers 17 und 19 kann man auch nachlesen. Hier wird nämlich ganz klar gesagt, dass das Gesetz 430 Jahre nach Abraham erst gegeben wurde. Vorher gab es kein Gesetz. Man müsste jetzt hier ganz kurz mal ausholen auf die Frage eingehen, welche Bedeutung hat denn überhaupt das Gesetz? Für was hat Gott überhaupt das Gesetz gegeben? Und damit sind wir eigentlich schon bei der Frage, die Paulus auch beantwortet hat. Durch das Gesetz kam die Erkenntnis der Sünde. Wer das möchte, kann das gerne im Römerbrief nachlesen. Römer 7, Vers 7. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz, denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Ja? Wenn also ich meinem Kind sage, hier stelle ich Schokolade hin, wenn ich jetzt nichts sage und er nimmt Schokolade weg, dann kann er das mit einem ruhigen Gewissen tun, denn ich habe ja nichts gesagt. Ne? Wenn ich aber sage, ich gehe jetzt mal für eine Stunde weg, wehe, dann nimmst du davon was weg. Dann kommt ja der Konflikt, hat sie ja verboten, aber ich möchte gerne. Und dann kommt dieser Akt, von dem Paulus hier schreibt, denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. So, und nun kommen wir eigentlich zu dem Punkt, für was ist das Gesetz eigentlich da, für was hat es Gott gegeben? Das Gesetz hatte nur eine einzige Funktion. Es sollte jedem Menschen auf der Erde aufzeigen, dass kein Mensch in der Lage ist, das Gesetz Gottes zu halten.
aus eigener Kraft. Jeder ist ein Gesetzesübertreter, der auf dieser Welt wandelt. Und jeder, der ehrlich ist, wird auch durch das Gesetz erkennen, dass er verloren ist. Paulus sagt es im Römer 3. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, Vers 19. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft wird und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz hatte eine einzige Aufgabe. Es sollte dem Menschen zeigen, dass er hoffnungslos verloren ist, dass er Hilfe von außen braucht. Das war die einzigste Funktion und Aufgabe des Gesetzes. Ich kann leider nicht auf diese Thematik so tief eingehen, das ist eine wunderbare Thematik. Paulus sagt im Galaterbrief ganz klar, dass das Gesetz nur nebenein gekommen ist. Es ist nur nebenein gekommen, es war eine vorübergehende Sache. Das Gesetz hat die Aufgabe, den Menschen zu zeigen, du bist verloren. Und wenn ein Mensch sagt, ich bin nicht verloren, denn ich habe das Gesetz gehalten, und das taten die Juden, dann verließen sie sich auf ihre eigene Gerechtigkeit, und die war laut Jeremia wie ein löchriges, unflätiges Kleid. Also ich kann mich nicht auf das Gesetz verlassen. Ich habe es heute auch schon wieder ein paar Mal übertreten, Gottes Gesetz, ja. Ohne das Blut Christi wären wir jeden Tag verloren. Und das ist die Aufgabe des Gesetzes, uns zu Christus hinzuziehen. Galaterbrief, das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus gewesen, sagt Paulus. Unser Erzieher zu Jesus hin. Christus ist des Gesetzes Ziel, Telos heißt es im Griechischen. Also das Ziel des Gesetzes ist eigentlich, mich zu Christus zu bringen, zu meinem Erlöser. Zu erkennen, ich, elender Mensch, wer wird mich erretten von dem Leib dieses Todes? Gott sei Dank durch Jesus Christus. Das ist eine sehr, sehr tiefe Wahrheit. Wenn wir die nicht verstehen, dann werden wir auch in unserem Leben immer in Gefahr leben, zu versuchen, immer ein paar Schübchen Kohlen aufzulegen, um unser Ansehen bei Gott zu verbessern, unsere Erlösung etwas flüssiger zu machen. Sehr gefährlich. Und das ist für einen Adventisten sehr, sehr schwer zu verstehen. Warum hängt die Gesetzesthematik bei den Adventisten so weit vorne? Eigentlich nur wegen dem Sabbat. Wir haben mit dem Adventisten eigentlich keine Probleme, über die neuen Gebote uns zu streiten. Als Christen wollen wir auch nicht stehlen, wir wollen auch keine anderen Götter anbeten, wir wollen auch nicht Ehe brechen, wir wollen nicht begehren, können wir alles bejahen. Der Streit entsteht nur dann, wenn es um dieses eine Sabbatgebot geht. Und da sagen die Adventisten ja, wenn du die anderen neuen Gebote doch so akzeptierst, dann musst du auch dieses Sabbatgebot akzeptieren. Dann darfst du nicht den Sonntag heiligen, sondern musst den Sabbat heiligen. Dann musst du am Sabbat in die Versammlung kommen. Und da das keine andere Kirche macht, musst du natürlich zu uns kommen. Darum lehnen sie auch diesen Texten Offenbarung, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus Christus. Das münzen sie unmittelbar auf sich und sagen, wir sind die einzige Gemeinde, die Gottes Gebote wirklich halten. Da fühlt man sich ganz toll bei. Also ich habe am Anfang ein super Gefühl gehabt. Gegen meine Eltern auch gesagt, was wollt ihr eigentlich, ihr Karteileichen, ihr Frommeln? Ich halte das Gesetz. Wir. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, was da los war zu Hause. Und jetzt müssen wir uns auch eben die Frage stellen, wem wurde denn der Sabbat gegeben? Wenn schon die 10 Gebote den Juden gegeben waren, dann ist es, denke ich, ganz klar, dass auch der Sabbat den Juden gegeben war und nicht der Welt. Ich kann von der Zeit her nicht die vielen, vielen Texte lesen. Ich muss mich also da immer ein bisschen einschränken. Gott sagt in vielen Stellen ausdrücklich, dass der Sabbat ein Zeichen zwischen ihm und Israel war. Im ganzen Alten Testament finden wir von der ersten Erwähnung des siebten Tages keinen Hinweis darauf, dass der Sabbat bei den Heiden oder Patriarchen gehalten oder beachtet wurde. Wir sehen also, dass auch die Erwähnung im 1. Mose Kapitel 2, Vers 1 bis 3, wo es heißt, Gott ruhte am siebten Tage von all seinen Werken, auch kein direktes Gebot ist, wo es heißt, und ihr müsst es auch tun, sondern es ist vielmehr eine Feststellung. Und diese Feststellung hat einen tiefen geistigen Sinn, auf den ich eingehen möchte. Wir wollen uns daher mal fragen, was bedeutet denn eigentlich der Sabbat für uns Christen neutestamentlich? Der Sabbat ist ein Zeichengebot.
Innerhalb der 10 Gebote war der Sabbat das einzigste Gebot, das Gott nämlich als ein Zeichen bezeichnete, als ein Bundeszeichen zwischen ihm und Israel. In 2. Mose 31, Vers 13, Vers 16, Vers 17, Hesekiel Kapitel 20, Vers 12. Dort wird der Sabbat als ein Bundeszeichen zwischen Gott und Israel bezeichnet. Damit hat der Sabbat eine ganz besondere Bedeutung. Er ist nämlich ein Zeichen. Und was ist ein Zeichen? Ein Zeichen soll natürlich immer auf etwas deuten. Das Zeichen ist also nicht der Gegenstand dessen, um was es geht. Wenn ich zum Bahnhof will, hier steht ein Schild zum Hauptbahnhof, dann kann ich nicht sagen, wunderbar, hier steht Bahnhof, ich bin jetzt am Ziel, hier ist der Bahnhof, sondern dieses Schild zeigt mir, wo es zum Bahnhof hingeht. Der eigentliche Bahnhof ist ein riesiges, großes Gebäude. So hat auch der Sabbat als ein Zeichengebot nichts weiter als mir nicht mehr zu tun, als ein Zeichen zu setzen, nämlich auf den hin, auf Christus. Es gibt insgesamt zwei Zeichen, die nur den Juden gegeben wurden. Und das war die Beschneidung und der Sabbat. Beides waren äußerliche Zeichengebote. Ein Zeichen ist aber, wie gesagt, nur dazu da, um auf etwas hinzuweisen, in unserem Falle auf Jesus Christus selber. Wer sich mal auseinandersetzt mit den zeremoniellen Gesetzen Israels, den ganzen Opfergesetzen, den Tempel, der Stiftshütte, der wird feststellen, dass all diese seltsam anmutenden Riten von der Erlösung sprechen. Von der Art und Weise, wie Christus uns erlöst hat, wie die Erlösung zu uns kommt, wie sie auf uns wirkt und wie vollkommen sie ist. Es ist keineswegs, früher habe ich mir gedacht, komisch, warum muss denn da ein Gramm Mehl dazu und das muss so geschwenkt werden, das rechtsrum und das muss braun sein und das grün. Das erschien mir alles vollkommen sinnlos als Adventist. Heute weiß ich, dass hinter all diesen Dingen ein ganz tiefer Sinn steckt, nämlich alles zeigt Christus von verschiedenen Seiten in vielen Zeichen. Fangen wir einmal mit der Beschneidung an. Was war die Beschneidung für ein Zeichen, die ja den Juden gegeben war, auch schon dem Abraham? Die Beschneidung weist als ein besonderes Zeichen auf die Gemeinde hin. Und zwar auf die Gemeinde, die aus Juden und Heiden besteht. Was passiert bei der Beschneidung? Dem kleinen Kind wird im 8. Tag die Vorhaut abgeschnitten. Das zeigt uns an, dass wir als Christen nicht mehr im Fleisch leben. Das Fleisch ist mit der Wiedergeburt von uns abgetan worden. Das Fleisch als der Sitz und das Symbol des alten, gefallenen Menschen ist in Jesus ein für alle Mal abgetan worden. Freigelegt worden ist nun der Geist Gottes. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 5, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf das Fleisch. Drei Zeichen werden hier also durch die jüdische Beschneidung vorgeschattet, neutestamentlich. Der Christ dient im Geist Gottes, er rühmt sich des Heiles Christi und nicht seiner eigenen Stärke und er verlässt sich nicht mehr auf sein Fleisch, sprich auf seine eigenen Fähigkeiten, gut zu sein oder Gott zu gefallen. Diese drei Merkmale sind auch gleichzeitig das Bundeszeichen des neuen Gottesvolkes der Gemeinde. Wir haben den Geist Gottes. Wir rühmen uns des Heiles, das wir von Christus haben, nicht von uns. Und wir verlassen uns nicht mehr auf uns selber, weil wir wissen, dass in uns nichts Gutes mehr wohnt. Im Kolosser sagt Paulus, in ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Wir sehen hier ganz klar, die Beschneidung ist ein Zeichengebot gewesen, das auch seine Erfüllung fand, nämlich in Christus und in der Wiedergeburt. Die Beschneidung zeigt also auch, wie die Wiedergeburt zu uns kommt. Kommen wir nun zum Sabbat. Die Beschneidung zeigt an, was Gott getan hat, um sein Volk zu erlösen, um die Erlösung zu seinem Volk zu bringen. Der Sabbat aber zeigt an, als ein Zeichen, wie Gottes Volk nun in dieser Erlösung leben muss. Das ist nämlich eine andere Sache. Der Sabbat zeigt nämlich, dass wir im Glauben an Christus ruhen sollen. Wir sollen aufhören, von jedem Werk, das dazu dienen soll, unsere eigene Errettung festzumachen. Es gibt viele Christen, die auch heute noch meinen, sie müssen das und das und das und das dazu tun, damit ihre Rettung auch wirklich ganz gewiss und sicher ist.
Und das ist nichts weiter als Sabbatbruch. Wer nicht völlig in Christus Jesus vertraut und nicht glaubt, dass sein Werk ausreicht, der lebt im Unglauben und bastelt und arbeitet an seiner Erlösung weiter. Weil er nämlich Gottes Fürsorge und Gottes Werk nicht für ausreichend für sich selber hält, er wird versuchen, durch eigene Werke Gott zu gefallen. Und damit hat er die Ruhe verlassen und er ist tot und kann nicht gerettet werden, weil er sich nicht auf Gott verlässt, sondern auf sich selber. Ihr könnt euch eine ganz einfache Frage stellen. Warum ist denn im Alten Testament auf Sabbatübertretung der Tod verhängt worden? Ist eigentlich komisch, ne? Nur um die Leute 24 Stunden ruhig zu halten, den Tod bedrohen, ist eigentlich nicht so besonders sinnvoll. Wenn man das Alte Testament gut studiert, wird man feststellen, dass überall dort, wo bei irgendeiner Übertretung der Tod als Folge, bei kultischen Gesetzen der Tod als Strafe stand, dass das etwas mit der Erlösung neutestamentlich zu tun hat. Nämlich, wie die Erlösung vollzogen wird und wie sie auch zu dem Menschen kommen muss. Der Sabbat war deshalb mit der Todesstrafe belegt worden. Wenn ich heute sage, ich glaube nicht, was Christus für mich getan hat, ich muss selber etwas dazu tun, 20% ich und 80% Christus, das ist für mich annehmbar, dann bin ich im Tod. Damit sage ich, lieber Gott, deine Gnade ist nicht gut genug für mich, ich muss noch ein bisschen was dazu tun. Also ruhe ich nicht mehr, sondern ich arbeite selber. Und genau das sollte durch den Sabbattag eigentlich vorgeschattet werden. Den Israeliten war geboten, an diesem Tag sich vollkommen der Fürsorge Gottes anzuvertrauen, dass er für sie sorgen würde. Und wir sind heute als neues Gottesvolk aufgerufen, uns der Fürsorge Christi anzuvertrauen, in seiner Erlösung zu ruhen, zu sagen, ich weiß, ich kann nichts dazu tun, er hat mich freigekauft, er hat mich erlöst, er hat alles für mich gegeben und darin darf ich ruhen. So wie ihr jetzt hier auf eurem Stuhl sitzt, euer Gewicht völlig an den Stuhl abgebt, ihr sitzt ja auch nicht so halb in die Höhe gehockt, so, weil ihr dem Stuhl nicht ganz vertraut, sondern ihr gebt euer ganzes Gewicht an den Stuhl ab. Das ist Vertrauen. Und so sollen wir auch in der Erlösung ruhen. Richtig hineinfallen in sie und ruhen. Gehen wir zurück zur Schöpfung und dort sehen wir eine weitere Antwort. Die Adventisten sagen ja auch gerne, Moment, Gott hat auch in der Schöpfung vom Sabbat geredet. Auch hier sehen wir ein Zeichen. Als Gott die Erde schuf und vollendete und am sechsten Tag den Menschen schuf, heißt es, dass er am siebten Tag ruhte. Jetzt frage ich euch, wenn Gott den Adam am sechsten Tag geschaffen hat, was durfte Adam dann am siebten Tag tun? Mit was begann sein Leben? Was tat denn Gott am siebten Tag? Ruhen. Adam konnte ruhen. Adam wurde geschaffen. Und gab es da noch was für ihn zu tun? Hat Gott gesagt, du, also ich habe die Elefanten noch nicht fertig und die Nilpferde und die Krähen und Raben, da müsstest du mal jetzt bei der Hand gehen. Außerdem müssen wir noch ein paar Gebirge aufziehen da hinten, hol schon mal ein paar Eimer Stein und Erde her. Es war alles fertig. Und was hat Gott gesagt? Es war alles wunderbar. Adam kam in eine vollkommene Schöpfung hinein. Er sollte ruhen. Er sollte vollkommen in Gottes Fürsorge ruhen. Adam hatte nicht arbeiten müssen. Und wenn jetzt einer sagt, Moment mal, Gott hat gesagt, bebaue die Erde und macht sie euch untertan. Das war keine Arbeit. Das war ein Vergnügen. Also ich weiß nicht, wer von euch Hobbygärtner ist. Wenn ihr so nach Feierabend in euren Schrebergarten geht oder so, ich glaube, dass kaum für so einen begeisterten Hobbygärtner ist es keine Arbeit. Das macht ihm Spaß. Der wird krank, wenn du ihn davon fernhältst. Oder Hobbybastler und so. Und so war auch dort dieses Bebauen der Erde war eine Freude. Der Mensch ist dazu geschaffen, kreativ zu sein. Und kreativ sein macht Spaß, wenn ich das nicht machen muss, um mein Leben zu erhalten damit. Ihr wisst, dass die Arbeit und der Schweiß, das Schwitzen erst kam nach dem Sündenfall, hat Gott erst gesagt. Ab da war der Acker verflucht. Also war Gottes ursprüngliche Absicht eigentlich, nachdem er den Menschen geschaffen hat, für ihn vollkommen zu sorgen. Er sollte in Gottes Ruhe leben. Somit war der Sabbat, von dem die Schöpfungsgeschichte eigentlich redet, nichts weiter als ein Symbol dafür, wo der Mensch eigentlich stehen sollte. Er sollte in Gottes Ruhe leben. Von Gott umsorgt und behütet, wie eine Mutter ihre Kinder behütet. Und der Mensch hat den Sabbat gebrochen,
als er dem Teufel gehorchte und sagte, ich will so sein wie Gott. Ich will meine Geschicke selber in die Hand nehmen. Ich will selber arbeiten für mich. Und da brach er eigentlich diesen kosmischen Sabbat. Und diese Ruhe wurde erst wiederhergestellt, als Christus am Kreuz starb und ausrief, es ist vollbracht. Darum spricht der Hebräerbrief auch davon, dass eine neue Sabbatruhe für das Volk Gottes bereitgestellt worden ist, in die wir eingehen sollen. Und das ist die Errettung durch Jesus Christus. Und wenn der Herr wiederkommt, wenn seine Gemeinde entrückt wird, wenn die Ewigkeit beginnt, dann wird das ganze Chaos vergessen sein und dieser ewige Sabbat, dieser siebte Tag wird wieder neu beginnen. Und wir werden zurückgekehrt sein in Gottes Ruhe, in den Zustand, den Gott eigentlich von Anbeginn wollte. Und deswegen ist der Sabbattag in allererster Linie für uns Christen ein geistliches Gebot, ein Gesetz, das sich heute in Jesus Christus erfüllt hat. Ich möchte die Beweisführung über den Sabbat damit auch gerne zum Ende bringen. Ich möchte nur diesen einen Vers aus Kolosser lesen. Dort sagt Paulus ganz klar der Gemeinde, in Kolosser 2, Vers 16, lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. In Christus hat sich das alles erfüllt. Es ist vorbei. Wir müssen hier keine äußerlichen Gebote mehr halten. Wir dürfen heute in dieser Ruhe bewusst im Glauben leben. Ich möchte zu einer weiteren Lehre der Adventisten kommen, das ist die Lehre vom Untersuchungsgericht. Ich werde versuchen, das so kurz wie möglich zu machen. Diese Lehre hängt sehr eng mit dem Datum von 1844 zusammen. Das bedeutet, seit 1844 wird jeder von uns hier im Raum untersucht. Die Adventisten glauben, dass im Himmel lauter Dokumente und Rollen sind, wo also eines jeden Lebenslauf aufgeschrieben ist. Und man muss jetzt hier auch gut verstehen, was Adventisten unter Erlösung verstehen. Sie sprechen von einer verliehenen und zugerechneten Gerechtigkeit. Das sieht so aus. In dem Moment, wenn du dich bekehrst, Adventist wirst, dann kriegst du eine Gerechtigkeit verliehen. Das bedeutet, Jesus vergibt dir alle deine Sünden, die du in der Vergangenheit getan hast, bis zu dem Tag deiner Errettung. Von diesem Tag an bist du nun gläubig geworden und auf gut Deutsch gesagt musst du dir nun Mühe geben, dieser Errettung auch würdig zu leben. Also, im Grunde, ich muss mich anstrengen, nicht oder so wenig wie möglich zu sündigen. Irgendwann nun hat Christus begonnen, nämlich seit 1844, das Leben all der Menschen zu prüfen, die diese verliehene Gerechtigkeit, ist sehr kompliziert, angenommen haben und zu gucken, ob die wirklich auch so gut gelebt haben, dass er ihnen dann auch die Erlösung wirklich geben kann. Auf gut Deutsch bedeutet das nun, Gott prüft auch jetzt bei dir und bei mir, ob du auch die letzten Jahre ordentlich in deiner Erlösung gewandelt bist und wenn nicht, wird er dir die Erlösung nicht zuerkennen. Diese Auszüge sind aus dem Buch Erfahrungen und Gesichte von E.G. Weidt. Und da steht hier zum Beispiel, wer im Gericht für würdig befunden wird, wird an der Auferstehung der Gerechten teilhaben. Wenn die Bücher aufgeschlagen werden, wird der Lebenslauf eines jeden, der an Jesus geglaubt hat, vor Gott untersucht. Unser Fürsprecher beginnt mit denen, die zuerst auf Erden lebten, prüft dann die nachfolgenden Geschlechter und schließt mit den Lebenden. Jeder Name wird erwähnt, der Fall jedes Einzelnen genau untersucht. Es werden Namen angenommen, Namen verworfen. Finden sich bei manchen Namen Sünden in den Büchern verzeichnet, die nicht bereut und vergeben sind, so werden ihre Namen aus dem Buch des Lebens entfernt und das Verzeichnis ihrer guten Taten getilgt. Da unten steht dann weiter, zu der für das Gericht vorhergesagten Zeit mit dem Ablauf der 2300 Tage im Jahr 1844 begann die Untersuchung und Austilgung der Sünden. Alle, die jemals den Namen Christi angenommen haben, werden einer genauen Prüfung unterzogen. So, was bedeutet das nun praktisch für den Adventisten? Unerträgliche Angst. Ich habe viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, Bruder, ich weiß ja gar nicht, ob mein Name nicht schon gerichtet worden ist, ob ich nicht durch das Sieb gefallen bin. Ja, und dann strenge ich mich jetzt noch an und es ist sowieso zu spät. Wisst ihr, dass sowas schizophren macht? Wenn man ernsthaft ist, verrückt macht, da waren Leute, die sind bald durchgedreht vor Angst. Und dass solche Lehren natürlich wunderbar geeignet sind, die Leute wie ein Goldhamster im Rädchen strampeln zu lassen,
dass sie sehr willfährig ihr Geld abliefern, ihre Zeit einsetzen, um diesen furchtbaren Gott doch noch gnädig zu stimmen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Lehre innerhalb dem Adventismus. Und man muss ganz klar sagen, solange Adventisten von dieser Meinung nicht abrücken, auch die Gemeinschaft der STA, kann man sie unmöglich als evangelikale Freikirche bezeichnen. Denn das ist eine Verhöhnung der Erlösung Gottes. Das würde ja bedeuten, dass Gott ein seniler alter Mann ist, der jetzt erstmal überhaupt nachprüfen muss, wen er denn da überhaupt Gnade zubilligen will. Die Bibel spricht da was ganz anderes, denn wir müssen uns fragen, wie hätte Jesus zum Beispiel dem Schächer am Kreuz dann verheißen können, dass er mit ihm im Paradies sein wird, wo doch noch gar nicht 1844 war. Wie konnte Paulus von der Gewissheit der Heiligen sprechen, dass sie gerettet sind, wo doch noch gar nicht 1844 war? Wie kann Jesus davon reden, dass der gerettet sein wird, der an seinen Namen glaubt und nicht in ein Gericht kommt, wenn doch 1844 erstmal das Untersuchungsgericht stattfindet, durch das alle gehen müssen? Wir sehen hier ganz klar, dass auch hier der Teufel gerade durch die Sekten über die fromme Verführung versucht, Gottes Evangelium zu verzerren, zu verdrehen, dass Gott zu einem furchtbaren, rachsüchtigen Buchhaltergott herabgewürdigt wird, der uns Tag und Nacht nachgeht und über die Rennbahn oder die Hindernisbahn des Gesetzes hetzt, bis wir vollständig zusammenbrechen. Ich möchte ganz kurz noch zu E.G. Weidt kommen, ihrem Wirken, ihrer Lehre und ihren Gaben. Frau Weidt ist untrennbar mit den STA verbunden. Keine Person hat so nachhaltig wie sie die Lehren der Organisation beeinflusst und geformt. Der moderne Adventismus heutzutage, besonders hier in Deutschland, ist bestrebt, ihre Bedeutung herunterzuspielen. Von ihrem Schrifttum allerdings und ihrer Rolle trennt man sich nicht. In Amerika ist E.G. Weidt wirklich eine Heilige unter den Adventisten. Sie selbst bezeichnet sich als eine Botin Gottes, eine Prophetin. Man spricht davon, dass sie über 2000 Sichte und Visionen gehabt haben soll, die sie in um die 80 Büchern niedergeschrieben hat. Diese Bücher werden bei den Adventisten als fast gleichwertig neben der Bibel gehandelt. Ich war mal auf einer Evangelisation von einem Bruder Knechtel, der auch Mitglied der Generalkonferenz war, und der hat dann die Bibel und diese komischen E.G. Weidt-Bücher hochgehoben, hat gesagt, das beides brauchen wir, das gehört zusammen. Sie selber sagt von sich, die Zeilen, die ich euch in den Zeugnissen schreibe, enthalten in keinem Artikel meine eigenen Ideen. Es ist, was Gott mir offenbart hat. E.G. Weidt wurde 1827 geboren und starb 1915. Sie hatte im Dezember 1844 ihre ersten Visionen. Und es ist auch interessant, ihre Erfahrung, die sie machte, auch sie hatte keine Heilsgewissheit, als junger Mensch schon nicht und auch später nicht. E.G. Weidt sprach zum Beispiel häufig auch Bannflüche gegen abtrünnige Adventisten aus, die sie Eigensinnige nannte. Sie aberkannte ihnen jegliche Vergebung, auch wenn sie dazu Buße taten. Es ist also vielleicht mal ganz schön, auch mal das Ganze im Originaltext zu sehen. Ich habe hier etwas kopiert. Sie können mal nachlesen, was E.G. Weidt an ihren Prediger schrieb in Bezug auf Geld. Es geht hier darum, sich das Erbe alter Gemeindeglieder zu sichern. Es fängt hier oben an, weil uns aber weitsichtige Männer fehlen, die im Besitz der alten befindlichen Mittel für Gottes Werk zu sichern vermögen, gehen sie in die Hände der Diener Satans über. Also es fehlen Männer, die jetzt die Alten überreden, doch ihr Testament zugunsten der Adventgemeinde umzuschreiben. Wenn es darum geht, Mittel zu erwerben, so ist Satan sehr viel wachsamer, scharfsichtiger und geschickter als unsere Geschwister, die des Herrn Eigentum für sein Werk sichern sollen. Wunderbar, wie der Herr dafür herhalten muss. Manche Testamente waren so nachlässig aufgesetzt worden, dass sie den gesetzlichen Anforderungen nicht genügen. Es gibt also eine Menge von Prozessen, wo auch Leute ihr Geld der STA vermacht haben. Die Erben haben geklagt, dagegen haben natürlich gewonnen, weil die Testamente wirklich nicht richtig aufgesetzt waren. Jetzt kommt natürlich hier der Hammer. Viele sind in dieser Hinsicht unnötig zartfühlend. Sie glauben, auf verbotenen Wegen zu gehen, wenn sie mit alten und gebrechlichen Eigentumsangelegenheiten besprechen, um zu erfahren, welche Verfügung jene zu treffen gedenken. Aber diese Pflicht ist gewiss genauso heilig wie die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen und Seelen zu retten.
Lass mal das einfach mal hier so stehen. Eine Prophetin Gottes. Ich denke, da sind wir genau auf dem Niveau, wo die vielen modernen Propheten, die uns heute auch beschert sind, rumgeistern. Es geht im Endeffekt nur um das hier. So, und solche Dinge werden nach wie vor vertrieben, diese Bücher. Diese Frau ist keineswegs widerrufen worden. Wie es Paulus so schön sagt, diese demütigen, scheinheiligen, frommen Sprüche, hinter denen sich eigentlich nichts weiter als Stolz und geistlicher Hochmut verbirgt. Es ist auch sehr interessant, bei den Adventisten ist zum Beispiel das Zehntengeben ein Gesetz. Das wird dir schon sehr früh, wenn du dich für die Adventlehre interessierst, in Bibelstunden beigebracht, dass du den Zehnten zu geben hast. Und da gibt es auch recht erquickliche Regelungen. Da sagt man dir zum Beispiel, also, lieber Bruder, wenn du von deinem Bruttoeinkommen den Zehnten gibst, und das solltest du ja eigentlich tun, weil du ja auch irgendwo später mal von deiner Rente profitierst und von der Krankenversicherung, dann musst du später, wenn du in Rente bist, keinen Zehnten bezahlen. Und wenn du es vom Nettoeinkommen gibst, dann musst du halt auch als Rentner den Zehnten geben. Das will Gott so. Es wird auch ganz unmissverständlich klar gemacht, wer den Zehnten nicht gibt, kommt in Gemeindezucht und kann ausgeschlossen werden. Es werden in Amerika sogar 2 Zehnten erhoben. Der Gottesdienstablauf in den meisten Adventgemeinden ist auch sehr reich an Sammlungen. Also gibt es mindestens pro Samstag 3 bis 4 verschiedene Geldsammlungen. Und Geld spielt überhaupt eine sehr, sehr große Rolle dort. Man muss auch sagen, dass die Gemeinde als solches natürlich wie alle Sekten sehr wohlhabend ist, wie ihr sicher auch an dem schönen Gemeindezentrum da vorne sehen könnt. Und hier muss man eigentlich auch sagen, Paulus wiederum spricht eindeutig davon, dass Gott den fröhlichen Geber lieb hat und dass jeder geben soll nach seinem Herzen und vor allem nach seinem Vermögen, wie er kann. Und ich denke, ein Christ, der Gottes Liebe und Güte erfahren hat, der wird immer großzügig über seine Möglichkeiten geben und dann wird er auch ein fröhlicher Geber sein. Und wenn ich aber zerknirscht und voller Bitterkeit mein Geld hinstrecke, weil ich sie halt dann von Gott aufs Auge kriege, das ist kein fröhliches Geben mehr. Ich habe viele Zeugnisse von Adventisten gehört, wie sie gesagt haben, ja, jetzt, ich habe ja den Zehnten auch wieder abgeben müssen. Ach, mir geht es so schlecht in Monaten. Das ist nicht schön. Verlassen wir auch dieses unerquickliche Thema. Vielleicht nur einen Hinweis noch. Im Jahre 1981 wurden 40 Millionen Dollar an Zehntengeldern verspekulierten in den Sand gesetzt. Und zwar war das in Amerika, da hat ein findiger Adventistenbruder der Generalkonferenz angeboten, dass er Zehntengelder gewinnbringend anlegen könnte, zu unglaublichen Zinsen. Und die haben also 40 Millionen Dollar investiert an Zehntengeldern und die sind natürlich alle in den Sand gesetzt worden. Die Leitung hat geschwiegen dazu, also man konnte auch keine Auskunft kriegen, es war so schön, unser Gemeindeleiter damals hat gesagt, liebe Brüder, lasst euch davon nicht beirren, gebt weiter eure Zehnten. Die Brüder, die das zu verantworten haben, werden von Gott zur Rechenschaft gezogen. Wir müssen nur unser Geld Gott abliefern, alles andere, was damit geschieht, ist egal. Also ich denke, da machen wir uns auch einen Teil mitschuldig, wenn wir merken, dass Mittel ungerecht verwaltet werden und sie dann einfach weitergeben, zu sagen, lieber Gott, meine Schuldigkeit habe ich ja getan. Ja, ich könnte euch hier noch einige Sachen von E.G. White auflisten, was sie so an seltsamen Visionen gehabt hat. Eine Vision zum Beispiel sieht sie im Zimmer im Himmel, Engel, einen ausfliegenden Himmel. Und um in den Himmel reinzukommen, müssen sie am Himmelseingang eine goldene Karte vorzeigen. Und das ist zum Beispiel auch irgendwo sehr merkwürdig. Ich habe so unwillkürlich an den Hertie denken müssen. Goldene Kundenkarte. Ja, da haben wir es. Es herrscht vollkommene Ordnung und Harmonie in der heiligen Stadt. Alle Engel, die beauftragt sind, die Erde zu besuchen, haben eine goldene Karte, die sie den Engeln an den Toren der Stadt beim Ein- und Ausgehen vorzeigen. Gerade als sie die goldene Karte dem Engel am Tor vorzeigten, sah ich einen anderen Engel aus der Richtung der größten Herrlichkeit herfliegen. In anderen Gesichten sieht sie, wie Engel Jesus auf einem silbernen Wolkenwagen im Himmel hin und her schieben. Wir können fröhlich lachen drüber. Es ist für Adventisten eigentlich schrecklich, dass viele Adventisten diese Bücher auch gar nicht lesen und kennen, denn dann würden sie die Scheu vor ihr nämlich verlieren und erkennen, dass das eigentlich alles Dinge sind. Wenn wir nur mal dagegen die Bibel setzen, wie die Propheten eigentlich die Gegenwart Gottes beschreiben, fast keine Worte dafür finden, dann merken wir hier, was für
eigentlich kitschige Beschreibungen das eigentlich so sind. Vielleicht auch noch ein anderes Gesicht von ihr, was sie auch gehabt hat. Die spricht sie davon, dass bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassers, welche uns Tag und Stunde vom Kommen Jesu mitteilte. Also sie war informiert darüber, wann Jesus wiederkommt. Sie hat halt gesagt, sie hat es keinem Menschen gesagt. Ne? Ist also auch interessant, Jesus sagt, niemand weiß es, nicht einmal der Sohn, nur der Vater im Himmel. Und hier redet sie davon, dass die Ungläubigen sie anbeteten vor ihren Füßen, also vor ihr und den anderen Adventisten ihren Füßen niederfielen, um sie anzubeten. Also ich möchte euch mit diesen Dingen eigentlich nur mal zeigen, was da so läuft und wenn man damit konfrontiert wird. Ja, kommen wir zum Ende. Die größte Problematik der Adventisten ist eigentlich die, dass sie keine Heilsgewissheit haben. Hier ist für uns Christen auch der Ansatzpunkt, wenn wir mit solchen Leuten ins Gespräch kommen, wie können wir ihnen eventuell helfen. Es hat eigentlich sehr wenig Sinn, wenn man sich nicht so gut auskennt, mit ihnen über den Sabbat zu streiten und diese Dinge. Aber was wir machen können, wir können sie wirklich mal fragen, hast du Heilsgewissheit? Bist du sicher, dass du gerettet bist? Wenn du heute stirbst, weißt du, wo du sein wirst. Und dann kommt in der Regel immer das obligate Nein, das kann niemand wissen. Und wenn das jemand sagen kann, ist er stolz und vermessen. Und hier kann man anhand der Bibel, die Stellen kennen wir hoffentlich auch alle, den Leuten einmal aufzeigen, was Erlösung eigentlich wirklich bedeutet. Die Adventisten, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, haben immer so eine Todes- und Lebenslinie. Also wenn du sehr gut drauf bist mit deinen Werken, dann, wenn dich dann jemand fragt, ja doch, also ich bin gerettet heute, mir geht's gut. Wenn ich so bleibe auf dem Stand, bin ich gerettet. Dann kommt man wieder so eine Woche Durststrecke, wo alles daneben geht. Und wenn du dann fragst, nee, also der Herr darf ja nicht wiederkommen jetzt, also ich wäre dann verloren. Dann geht man wieder hoch, man taucht wieder auf, hat ein paar Missionseinsätze gemacht, wieder viel Geld gegeben. Gleich fühlt man sich auch wieder besser. Und das sind eigentlich keine Christen und das ist auch keine Erlösung, das ist nämlich ein Lotteriespiel. Ich kann eigentlich hier nur beten, lieber Gott, jetzt geht mir es gerade gut, bitte lass mich jetzt sterben. Dann hat dieses russische Roulette ein Ende, denn ich weiß ja nicht, wann es mich erwischt. Und es wäre wirklich die größte Gnade, wenn mir Gott mich in dem Moment sterben lässt, wenn ich in meiner Leistungskurve, in meiner Biokurve, in meiner geistlichen ganz oben bin. Die Tatsache ist aber die, dass wir am Zeitpunkt der Wiedergeburt die Todeslinie ein für alle Mal durchschreiten, vom Tod zum Leben hindurchdringen und dann unverlierbar das ewige Leben haben. Wir können im neuen Leben auch noch sehr tiefe Stürze machen, denkt an König David, aber Gottes Gnade ist über uns. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Wenn ihr mit solchen Leuten in Kontakt kommt, dann beginnt damit das Gespräch. Sprecht von unserem Herrn Jesus Christus, sprecht davon, was seine Erlösung wirklich bedeutet, was sein Heil bedeutet, dass es nicht an Bedingungen geknüpft ist, sondern wirklich nur an den Glauben. Sprecht davon auch, dass ihr Heilsgewissheit habt und wie ihr dazu gekommen seid. Das ist eigentlich der Weg, die Herzen dieser Menschen zu erreichen. Ich weiß es aus Erfahrung, weil ich Gott sei Dank schon vielen Leuten aus der Bewegung raushelfen konnte. Und das war immer so der zentrale Punkt, wo dann auch die Leute auch das euch ja abspüren. Die merken, dass das echt ist bei euch, dass eure Freude echt ist, dass euer Vertrauen echt ist. Ich habe das früher auch oft an anderen Christen zähneknirschend bewundert. Wie können die nur so fröhlich sein und wie kann man nur so glücklich sein? Ne? Und irgendwie habe ich sie beneidet. Ne? Ja, ich möchte hier einfach einen Punkt setzen und vielleicht für noch ein paar Fragen offen sein, wenn die aus eurer Seite da sind. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Material und ich muss das wirklich drastisch kürzen. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr einigermaßen einen Abriss gekriegt habt. Wer gibt denn die Offenbarungen der Israeliten weiter? Ja, das ist ein Institut, das ist das sogenannte EG White Estate in Amerika. Das ist eine Gesellschaft, die wird geleitet von den Urenkeln der Frau White. Die haben sämtliche Copyrights an ihren Schriften und die verdienen auch das große Geld mit ihren Büchern, die ja exklusiv auch in den Gemeinden über eigene Verlage vertrieben werden. Zu recht teurem Geld, muss man auch sagen. Und wenn man nun Adventist wird, kommt man ganz automatisch natürlich mit ihren Standardwerken in Berührung. Das ist so der große Kampf, das Buch, was er dir da mitgegeben hat. Jetzt haben sie es ein bisschen umgemünzt in der große Konflikt.
und E.G. Weidt. Es ist auch interessant, dass viele Bücher von E.G. Weidt im Laufe der Jahre redaktionelle Veränderungen erfahren haben. Man hat so gewisse Stolpersteine hinauskomplimentiert. Das ist ja auch nicht richtig. Wenn es von Gott ist, kann es doch nicht wegtun. Ich bin sehr dankbar, dass ich sehr viele alte Bücher habe. Also, da wird es verbreitet. Ne? Also, prinzipiell steht es uns nicht an, irgendeines Menschen Glauben an Gott zu bewerten oder zu beurteilen, weil ich kann niemandem ins Herz gucken. Ja. Das sind Dinge, davon reden wir auch nicht. Was wir hier bewerten, ist die geschriebene Theologie dieser Sekte und nicht der Glaube des Einzelnen, sei es der Präsident auch dieser Sekte. Ne? Von daher steht mir da auch kein Urteil an, zu sagen, der ist überhaupt nicht gläubig oder das ist ein elender Heuchler. Das sind Dinge, die stehen uns nicht an. Ich kann nur über das reden, was schriftlich fixiert ist, was hier als Lehre auch öffentlich vertreten und gelehrt wird, was mit den Leuten passiert. Ich bin überzeugt, dass es innerhalb der Adventgemeinde viele Menschen gibt, die ehrlich sind, die ehrlich suchen. Ich war ja selber da drin. Ich kenne auch viele und Gott alleine weiß es. Ich hoffe nur, dass es Gott uns möglich macht, noch vielen Menschen hier den Weg rauszuzeigen. Man muss sagen, mit Sicherheit ist die Adventgemeinde als Sekte nicht mit der Moon-Sekte zu vergleichen oder mit diesen Neusekten, wo also ganz radikal auch Kasse gemacht wird von den Leitern. Denn die Leiterschaft der Adventisten wird gewählt und wird jedes Jahr auch neu gewählt. Das sind also auch Leute, die besoldet werden. Die haben also da auch bestimmte Tarife. Die Rechnungslegung ist relativ offen. Man kann also nicht hier von so einer brutalen Sekte sprechen, wie jetzt die Moon-Sekte, wo sich der Moon wirklich selber bereichert. Das kann man also klar sagen. Bei den Adventisten gibt es bestimmt keine Einzelperson, die sich da an der großen Kasse gütlich tut. Das Geld fließt schon ins Werk hinein und dient also da der Verbreitung. Inwiefern jetzt natürlich solche Skandälchen laufen, dass Zehntengelder verspekuliert werden oder schwarz angelegt werden, das entzieht sich meiner Kenntnis. Bedenklich ist nur, dass das Weidt-Estate eben nicht zur Gemeinschaft gehört, sondern wirklich privaten Nutzen aus den Schriften, nicht unerheblichen finanziellen Nutzen zieht. Es ist auch eine Lehre der Adventisten, sie glauben, dass zum Ende der Zeit die Gemeinde gesichtet wird, die Bösen und Halbherzigen werden abfallen, sich der Kirche Babylon zuschlagen, die den Sonntag hält und den Sabbat verlassen. Die Adventisten sagen ja auch, dass der Sabbat das Kennzeichen der Endzeit ist. Die Endzeit wird also so sein, dass der Antichristus eben gebietet, den Sonntag zu halten, und die Adventisten werden verfolgt, weil sie den Sabbat halten, und daran wird dann auch erkannt werden, wer die Kinder Gottes sind. Das sind nämlich alle, die den Sabbat halten. Von daher muss man auch sagen, ist die Sabbatregelung natürlich mehr als fragwürdig. Ich sage immer zu Adventisten, ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich will am Samstag in die Kirche gehen, ist schon kein Problem. Ne? Der kann auch am Mittwoch in die Kirche gehen. Paulus sagt ja ganz klar, der eine hält den Tag und der andere den Tag. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Die Problematik fängt ja hier an, wo ich sage, der oder der Tag, wenn das nicht machst, dann gehst du in die Hölle und bist verloren. Da fängt die Problematik an, denn davon steht in der Bibel nichts. Und den Sonntag, die Adventisten sagen uns ja immer, ihr äfft die katholische Kirche nach, die den Sabbat in den Sonntag gedreht hat. Also sie sagen immer, dass ein Papst quasi da den Kalender umgestellt hat. Und da wurde dann vielmehr ein König, es war Konstantin, der heilige Tag der Sonne eingeführt. Und da hat man das Gesetz verändert, das Gesetz Gottes. Jetzt müssen wir aber sagen, dass auch schon das Neue Testament ganz klar davon spricht, dass die Urgemeinde sich am Sonntag, nämlich den ersten Tag der Woche, versammelt hat, um anzubeten, um Brot zu brechen, wie Paulus auch sagt, um Geld zu sammeln. Das sind eindeutige Aussagen. Und die Urgemeinde hat den Sonntag eben als den Tag der Auferstehung, als Herrentag gefeiert und kam auch da eben zu ihrem Anbetungsdienst, Gottesdienst zusammen. Und das hat sich bis heute erhalten. Ich muss auch sagen, für mich ist der Sonntag auch kein Gesetz. Für mich ist der Sonntag mit keinem Gesetz behaftet. Wenn wir sagen, tatsächlich, wir haben jetzt, wenn wir sagen, zum Beispiel, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, wie es in manchen Katechismen heißt, gedenke des Sonntags oder Feiertags, dass du ihn heiligst, dann ist das auch nicht biblisch. Denn dann fallen wir wieder in die Gesetzlichkeit. Wir haben dem Kind nur einen anderen Namen gegeben.
Also ich feiere den Sonntag deshalb oder gehe am Sonntag in die Gemeinde, weil es eben der Tag der Auferstehung ist. Und da treffe ich mich mit meinen Brüdern, mit meinen Geschwistern. Und da haben wir Freude zusammen. Und da ist kein Gesetz, da ist kein Druck, da ist gar nichts dabei. Wir wollen ja an diesem Tag fröhlich sein. Wir wollen uns freuen an diesem Tag. Ne? Ich werde auch bemüht sein, schon im eigenen Interesse an diesem Tag, nichts anderes vorzuhaben. Aber nicht, weil da ein Gesetz dahinter steht. Das ist mein ganz normales Verlangen. Und so sollte es bei einem gesunden Christen sein. Ne? Gut, dann darf ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Unser lieber Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Zeit heute Abend, die du uns geschenkt hast. Wir danken, dass du auch heute da warst, dein Wort gestärkt hast. Wir möchten dich zuerst loben, preisen, Herr, dass du uns umsonst errettet hast. Es kostet nichts, zu dir zu kommen, Herr, außer vielleicht unseren eigenen Stolz einzugestehen, dass wir nichts können, nichts sind, ja, dass wir nicht imstande sind, deinen Geboten und Gesetzen so zu folgen, dass es dir gefallen würde. Du hast selber gesagt, dass nur dein lieber Sohn der einzige war, an dem du wohlgefallen hast. Danke, Herr, dass durch sein Sterben, Auferstehen dieses Wohlgefallen noch über uns gekommen ist, dass du uns damit überkleidet und angezogen hast, dass wenn du heute Abend auf uns schaust, du nicht uns siehst, sondern deinen lieben Sohn in dir, dass wir so für dich sind, wie wenn wir gar keine Sünde getan hätten. Das ist so wunderbar, Herr, es zu begreifen und verstehen zu dürfen. Hilf, Vater, dass wir dieses Wissen immer in einem guten Herzen bewahren, dass uns der Teufel nicht davon abbringen kann, dir völlig zu vertrauen, dem zu vertrauen, was du für uns bereits vollbracht hast vor 2000 Jahren. Hilf uns, Herr, in dieser Erlösung wirklich zu ruhen. Wir danken dir, dass wir immer noch Freiheit und Frieden haben, Herr, dass uns noch keiner verfolgt und dass wir uns hier auch noch so frei und unbeschwert